Leute, heute ist richtig schönes Wetter und deswegen dachte ich mir, ich nehme euch mal ein bisschen mit. Aber diesmal fahre ich nicht in den Stall mit meinem GTO, den ich ja von Aixam habe, sondern hier mit dem D-Truck. Und zwar hat mir Aixam den jetzt für ein paar Wochen zur Verfügung gestellt, dass ich den halt so ein bisschen kennenlernen kann. Und genau, das ist hier halt jetzt eine Pritsche, den gibt es auch als Van. Meine Familie feiert den schon total. Die sind auch schon alle damit rumgefahren. Ich werde heute das erste Mal damit fahren. Ich bin mal gespannt, wie das so ist, weil ich bin ja bisher nur meinen anderen gefahren. Ich würde sagen, ich zeige euch den mal ein bisschen. So, ich zeige euch jetzt erstmal von innen. Und zwar können da halt zwei Personen drin sitzen. Und das Ganze ist auch wieder mit Automatik. Und dann ist hier hinten eine riesengroße Ladefläche, ja. Da kann man ganz viele... Oh, hallo Amy! Versteckt sich hier. Da kann man ganz viele Sachen draufladen. Zum Beispiel den Robin. Nein, Spaß. Sowas wie Futtersäcke oder so. Wir müssen nämlich gleich auch noch was mit in den Stall nehmen. Und dann werden wir das auch direkt hier drauf tun. Aber der hat natürlich auch noch einen Kofferraum. Und zwar ist er hier unten. Ja, ein riesen Kofferraum. Und genau, ich darf. Oh, warte mal. Ich darf den mit meinen 15 Jahren halt auch schon fahren, weil der wie der GTO halt 45 km/h ist. Also ein 45 km/h D-Truck. Und genau, ich bin jetzt schon fertig umgezogen für den Stall. Deswegen bin ich eigentlich schon ready, aber wir müssen das gute Stück jetzt hier noch beladen. Und das mache ich jetzt mal eben mit Hilfe von Robin. So, wir haben das Futter jetzt hier schon mal ordentlich festgemacht. Das ist ja ganz, ganz wichtig, weil sonst kann es gefährlich werden. Es gibt eine kurze Planänderung und zwar fahre ich jetzt erstmal kurz zu Paola, werde sie ein bisschen reiten und danach geht es mit dem D-Truck zu den anderen Ponys. So, ich sitze jetzt schon drin. Es geht jetzt gleich los. Ich muss jetzt noch die Fenster runter machen, weil es ist ziemlich heiß hier drin. Ich bin sehr aufgeregt und ja. ja, das hat ja gar keine Rückfahrt gemacht. Genau, wir laden jetzt erstmal alles ab und danach werde ich noch ein bisschen was mit den Pferdis machen. So, ich habe jetzt alles weggeräumt soweit, werde wie gesagt jetzt gleich noch was mit den Pferdis machen. Und ein kleines Fazit hier zu diesem D-Truck. Also ich finde es sehr witzig, nur ich mag, glaube ich, meinen GTO lieber. Aber das ist, glaube ich, auch einfach, weil ich dran gewöhnt bin und halt noch nicht so, also ich bin ja nicht so viele unterschiedliche Sachen bisher gefahren. Aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, dass halt das hier sehr gut ist, wenn man mal öfters sowas wie Futtersäcke oder so mitnehmen muss. Das ist nämlich ganz praktisch hier mit der Ladefläche.
Und genau, also ja, jetzt habe ich euch auch mal hier dieses wunderschöne und coole Fahrzeug vorgestellt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr fand es auch lustig. Und wenn ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss! I ain't feeling lonely, and I wanna make this time to end the ride. Fading into slowly, with those gonna lift me up this time. You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See.